Du bist vielleicht heute das erste Mal da und du denkst, was ist denn das für ein Verein? Die singen Lieder, die können sogar. Wir haben eine Band, ein Schlagzeug und gute Instrumente. Die lupfen ihre Hände auf. Irgendwie ist da etwas ganz Besonderes. Und es ist etwas Besonderes. Die Gemeinde heisst Zoe. Und Zoe, das werde ich dir sagen, bevor du vielleicht das erste Mal da bist oder so mal am Innen schauen bist. Zoe heisst das Leben aus Gott. Und wenn die Leute, die da drin sind, das Leben aus Gott haben, das ist eine Veränderung. Das bereicht uns, das geht tief rein. Und es ist sogar bei mir so, wenn ich dann so sehe, dass wir Gott als Vater dürfen preisen und nicht als fremder Gott, dann lupft es mir einfach den Arm. Ich denke, es ist ja schon wieder dumm. Das nimmt mich mit. Das nimmt mich. Also Zoe ist ein Leben, das dich heute Morgen auch verändern kann. Ich lade dich auch ein, dass ob du Christ bist oder ob du einfach mal am Reinschauen bist, mach dein Herz auf. Lass es nicht zu, dass die Kammer zubleibt, sondern lass es mal zu, dass heute Morgen ein Strahl von Gottes Liebe dein Herz erreicht. Es könnte sein, dass du deine Hand auch lupfst. Weil das rüsselt, das blubbert, das ist eine Kraft, die alle rettet, die daran glauben. Und Glauben ist nicht einfach ein Dumpfbacken-Glauben, das muss man halt, sondern Glauben heisst, alle, die wagen, das Fenster aufzumachen und eine Beziehung mit Jesus Christus zu lassen. Dort kommt Veränderung, dort fließt der Strom. Amen. Und ich lade auch ein, meine Frau schnell führen zu kommen. Also langsam, du musst nicht rennen, du darfst führen kommen. Wir sind ja als Ehepaar im Reisedienst unterwegs in verschiedenen Gemeinden und erzählen von Jesus Christus. Und es ist immer wieder wichtig, dass die Leute auch merken, wir leben mit beiden Füßen auf dem Boden. Wir sind nicht einfach weitergegeben von einer Gemeinde zur anderen, sondern wir haben ein Leben auch unter der Woche. Ich gehe zum Beispiel auf den Bau arbeiten, als Bauleiter von einem Montageteam für Metallbau. Und meine Frau, die hat einen Haushalt, die hat einen Frauentreff, sie hat eine Walking-Gruppe und weiss nicht was alles. Und sie gibt uns ein bisschen einen Einblick in ihren Alltagleben. Ist das, glaube ich, schon an? Obersachsen. Muss ich noch drücken? So. Gut, ich probiere es nochmal. Ja. Also Obersachsen, der Pitz, Mundaun, Sonne, Berge, Bündnerland, das liebe ich. Und wir haben letzte Woche können ein paar Tage dort raufgehen, gehen snöben und Skifahren. Meine Frau. Meine Frau. Nee. Ja. Und ich habe das sehr, sehr genossen. Clarissa, das ist unser Fünfte, also die jüngste Tochter von uns. Wir standen so am Skilift, zum wieder rauffahren und hinter uns ein Mann mit einem ganz jungen Hund, so eine Art Schlittenhund. Er hat so ein wunderschönes Fell gehabt, am liebsten hätte man ihn aufgenommen und gestreichelt. Und der Hund, wo er aber gemerkt hat, jetzt geht es Richtung Skilift, hat er plötzlich Angst gekriegt. Man hat es in seine Augen gesehen, da will ich nicht rauf. Und er hat versucht, rückwärts zu laufen, aber das ist natürlich nicht gegangen, weil hinten sind die Leute schon wieder gekommen. Und dann hat er sich, das hatte ich so interessant gefunden, auf die Schuhe gestellt von dem Mann, wo er ja, gehört hat, und ganz eng sich an ihn geschmiegt. Und in dem Moment ist mir das Bild gekommen, es gibt Situationen in meinem Leben und ich denke auch in eurem Leben, wo wir vor dem, was vor uns liegt, Angst haben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Unüberbrückbares Hindernis. Und man versucht rückwärts zu gehen, das geht nicht. Zur Seite geht auch nicht, sondern man ist schon eingespurt. Und einen kleinen Moment später sagt Clarissa, Mutti, schau mal schnell hinten. Und dann hat der Mann den Hund auf dem Arm gehabt. Und also, das kann ich euch sagen. Wenn ihr in so einer Situation seid, wo vor euch liegt, Jesus wird euch nicht nur erlauben, auf seine Schuhe zu stehen, sondern er nimmt euch auf seinen Arm. Und das Interessante ist, es gibt ein Wort da in der Bibel, in Sprüche 3, Vers 5, manche kennen das,
Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und wisst ihr, was passiert ist? Wo wir oben ausgestiegen sind, ist der Mann hinter uns mit seinem Hund auch ausgestiegen. Und dem Hund ist es gegangen, wie euch das wird gehen. Er hat nicht gewusst, wie er die riesige Distanz überbrückt hat. Er hat nur sich gefreut, er ist oben und die Aussicht ist wunderbar gewesen. Also wenn Jesus euch auf den Arm nimmt, das Hindernis, wo vor euch liegt, mit euch überbrückt, die Aussicht ist wunderbar. Amen. Ich denke, viele von uns, die da drin sind, könnten ein Zeugnis geben, könnten erzählen, was Gott in ihrem Leben wirkt. Und ich sage euch, wir haben nachher die Zeit, wenn wir beim Kaffee sind, wenn wir zusammen sind, über das zu reden, was Jesus in unserem Leben macht. Ich weiss, man redet so schnell über, ja, der Schnee und meine Winterpneu sind unten und. Versucht mal in den ersten 10 Sätzen, wo ihr sagt, von Jesus zu reden. Denn es gibt Leute, die da in Gottesdienst kommen, die eine Lehre in sich haben. Ich bin auch schon da reingekommen und dachte, hoffentlich gibt es heute eine rechte Predigt und einen guten Worship. Weil ich das brauche. Ich brauche das, dass andere mich ermutigend aufstellen. Wenn du das auch brauchst, musst du jetzt nicht die Hand lupfen, sondern geh in den Kaffee und wenn der andere einfach schwätzt, dann sag Jesus, dann weiss er, was er dir zum Sagen hat. Auch wir wollen beten miteinander. Wer ist der Herr von dieser Gemeinde? Jesus. Sind die ganz sicher? Ist es Jesus? Ja. Denn wenn wir auch seine Kraft in Anspruch nehmen heute Morgen und daran glauben, dass er unser Leben verändert und ein gutes Fundament für die nächste Woche legt und darüber hinaus. Wer das glaubt, sagt Amen. Amen. Danke vielmals. Ich habe euch eine Predigt vorbereitet, ein Wort Gottes mir gegeben, wo mich schon lange beschäftigt. Und ich schaue mal, ob ich das erste Bild bekomme. Es geht ums Brot. Habt ihr heute Morgen Brot gegessen? Das machen nicht mehr alle Leute. He? Es geht heute ums Brot. Und Jesus Christus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Wer zu mir kommt, wird einen vollen Bauch bekommen. Nein, sondern wer zu mir kommt, wird kein Lebenshunger mehr haben. Und wer an mich glaubt, wird keinen Lebensdurst mehr haben. Warum? Weil alles in allem in dem Brot drin ist. Es ist das Leben. Ich bin das Brot vom Leben. Wir werden jetzt aber am Anfang ein bisschen schauen, was hat denn Brot für eine Bedeutung für uns heute? Schau ich, dass das geht. Genau. Es gibt Redewendungen. Eine Redewendung, die man heute fast nicht mehr kennt, ist, altes Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Und das kommt, die Redewendung kommt aus einer Zeit, vor allem in der Schweiz hat man das kennt, das ist in der Bäckerei gehangen, in der Kriegszeit, wo man kein frisches Brot hat dürfen verkaufen. Erst ein, zwei Tage altes Brot hat man dürfen verkaufen. Und das ist den Leuten so bewusst geworden, dass altes Brot ist nicht hart, sondern was wirklich hart ist, wenn man nichts mehr hat, das ist hart. In was für einer Zeit leben wir heute, wo man oft überlegt, ist das jetzt Schaumgummi oder ist das wirklich ein Brötchen? Ja, es ist wirklich so, es ist wie Zucker, weg ist es. Eine weitere Redewendung ist brotlose Kunst. Auch das kennen wir heute schon gar nicht mehr, das Sprichwort. Weil die Kunst, die ich heute anschaue, die ist wirklich brotlos. Das ist brotlose Kunst, das kommt aus dem Empfinden heraus. Da macht einen etwas, wo keinen Sinn hat. Weil Brot ist Sinn. Brot ist Leben. Und wenn dann jemand einfach drauf losjuffelt und schäffelt und dort und da, das hat es viel gegeben. Vom Mittelalter sind es verschiedene Geschichten und bekannt, wo einfach Frau und Kind gelitten haben, weil der Mann eine brotlose Kunst hatte. Das waren so Möhlerli, das waren Leute, die lieber sind, den Blumen anlaufen, das waren Dichter und Künstler, die wirklich zum grossen Teil
ist das brotlose Kunst gewesen. Und da haben die Familien darunter gelitten. Zum Glück haben wir heute ja die Sozialämter, oder? Aber wir müssen mal bewusst werden, was da abläuft in unserer Gesellschaft. Brotlose Kunst. Ich mache doch etwas. Ja, aber man kann viel machen mit Leerlauf. Es sieht sehr aktiv aus, aber mit dem Abend gleich nichts gemacht. Zurück zu den Grundlagen. Noch ein Sprichwort, Broterwerb. Das sagt man heute nicht mehr. Heute geht es um Aktien, Hedgefonds. Hedge auch gern, hä? Broterwerb. Das ist, ich kann euch sagen, das ist etwas Existenzielles, wo ich mit meinem Vater auf dem Stammbauernhof in Norddeutschland war, wo der Scholle-Clan seinen Stammbauernhof hat. Hat es ein Bild, wo ein Ölgemälde, wo das Brot mit auf dem Tisch liegt und nebenan eine Bibel. Broterwerb, das war, man hat geschaut. Oh, ich rede ja Hochdeutsch, muss ich ja reden, oder? Also ich muss ja Hochdeutsch reden. Ihr müsst das sagen. He? Also ich kann auch umstellen. Also Broterwerb. Bei meinem Vater in seinem Heimatdorf auf unserem Stammbauernhof gibt es ein Ölgemälde. Auf diesem Ölgemälde ist ein saftiges Brot, ein knuspriges Brot und Gottes Wort. Und als ich dieses Bild gesehen habe, hat mein Vater mir erklärt, dass seinem Vater das so wichtig war, dass das Wichtigste immer auf dem Tisch ist. Und das ist das Brot und das ist das Wort Gottes. Und wenn wir heute uns überlegen, was essen wir, wo ist das Brot hingekommen, dann merken wir, dass das Brot von unserem Mittelpunkt auf dem Tisch sehr weit weggekommen ist. Früher war es normal, zum Morgen, zum Mittag, zum Nacht Brot zu essen. Heute wird sehr viel Brot alt, weil man es nicht auf dem Tisch hat. Oder Brot ist nur noch Beilage. Oder im Restaurant sagt man, ah, das Brot, das ist nicht gut, das ist schon ein bisschen hart. Man ist vom Brot weggekommen. Der Sinn des Brotes hat sich ein Stück weit aufgelöst. Traurig. Aber genauso ist es ja auch mit der Bibel. Wenn ich an unseren Stammbauernhof denke in Norddeutschland, bei meinem Großvater lag die Bibel immer auf dem Tisch. Und bei meinem Onkel, dem Bruder von meinem Vater, als ich sie besucht habe, wenn du in die Küche gekommen bist, es lag immer eine Bibel auf dem Tisch. Jetzt sind Generationen vergangen und es liegt keine Bibel mehr auf dem Tisch. Es ist sehr, sehr ähnlich. Gottes Wort und das Brot, das geht so. Wir schauen das heute noch ein bisschen genauer an. Es gibt auch noch ein weiteres Zitat, ich muss das einfach bringen. Das ist eine Redewendung, die aus dem 18. Jahrhundert, 1766 kommt, als die Dekadenz vor der Französischen Revolution in Frankreich so groß war, dass die Reichen sich so lustig gemacht haben. Sie haben Münzen heiß gemacht, Silbergroschen heiß gemacht und haben sie dem Volk zugeworfen und haben sich gefreut, wenn sich das Volk die Finger verbrennt an den heißen Silbermünzen. Und aus dieser Zeit kommt auch dieser Spruch, total weltfremd, die Leute haben kein Brot, dann sollen sie doch Kuchen essen. Ihr merkt, ich will euch heute ein bisschen aufweichen auch für dieses Thema, weil wir leben in der Schweiz in der Komfortzone dieser Welt. Ich habe auch schon gehört, dann sollen es doch gut schaffen gehen. Wir leben in einer Komfortzone, auch als christliche Kirchen in der westlichen Welt. Nicht mal 5% aller Christen geht es so gut wie uns. 95% haben viel, viel weniger bis gar nichts. Wir haben das als Randnotiz mitbekommen, dass in Syrien 21 junge Christen geköpft wurden. Ist uns bewusst, was das bedeutet? Die christliche Religion ist die meistverfolgteste Religion überhaupt. Letztes Jahr sind über 185.000 Christen hingerichtet worden, verfolgt wegen ihrem Glauben.
Jesus möge uns helfen, dass wir nicht so arrogant unser Christsein leben, dass wir den Verfolgten sogar noch sagen, hättest halt müssen an einem anderen Ort geschaffen. Dass wir nicht uns erheben, weil wir richten uns mit unseren Worten. Das Wort, das Brot. Noch eine kurze Geschichte. Ein englischer Journalist hat einen Versuch unternommen, einen interessanten Test. Er kaufte sich ein 3-Pfünderli, ein richtig großes Brot. Und seine Aufgabe, die er sich gestellt hat, hieß, er stellt sich auf der Welt, auf verschiedenen Kontinenten, an belebte Straßen und fragt Leute, ob sie für das Brot eine Stunde für ihn arbeiten würden. Habt ihr das verstanden? Folgendes ist ihm passiert, oder Folgendes hat er erlebt. In Hamburg, als er das Brot hochgehalten hat und darum gebeten hat, eine Stunde für dieses Brot für ihn zu arbeiten, hat man ihn ausgelacht. Dann ist er nach Amerika rübergegangen und hat am Times Square dieses Brot hochgehalten und hat ausgerufen, eine Stunde Arbeit, ein gutes Brot. Was ist ihm passiert? Er wurde verhaftet. Dann hat er einen weiteren Versuch unternommen. Er ging nach Nigeria und hat sich an eine belebte Straßenecke gestellt und hat dieses Brot wieder hochgehalten und hat gesagt, wer arbeitet für dieses Brot eine Stunde für mich? Und plötzlich kamen die Leute und sagten, ich arbeite 3 Stunden für dieses Brot. Das war ihm aber noch nicht genug. Er ging nach Indien, in die große Stadt New Delhi und hat dieses Brot hochgehalten und schon kamen die Leute. Und als er gesagt hat, wer will dieses Brot, wer würde eine Stunde für mich arbeiten, Hunderte standen um ihn herum und waren bereit, einen ganzen Tag für dieses Brot zu arbeiten. Was ist mit uns los, frage ich mal. Das ist etwas, als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, hat mich das bewegt. Was ist da los? Und jetzt steigen wir ein in diesen biblischen Kontext, wo Jesus sagt, ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird keinen Lebenshunger mehr haben. Jetzt steigen wir in diese Geschichte ein und ich möchte euch diese Geschichte aus Johannes 6 nacherzählen, weil dieser Text hier einfach die ganze Screen füllen würde und wir würden es doch nicht erfassen können. Darum steige ich jetzt in diese Geschichte ein und ich sehe vor mir Philippus, wie er in die Leute schaut. Er getraut sich gar nicht, das zu wiederholen, was er meint, gerade gehört zu haben. Jesus hat nämlich ihm gesagt, wo kaufen wir Brot für so viele? Philippus schaut Jesus mit großen Augen an sagt, okay, er sieht die vielen Leute und sagt, 12 Jünger, Jesus 13, 14, 15, 35, 300, 600, 800, 1000 und das sind ja 5000 Leute. 5000 Leute. Ich glaube, Jesus stellt die falsche Frage. Nicht, wo kaufen wir so viel Brot, sondern mit was kaufen wir so viel Brot? Wir haben doch nur 200 Dinare. Wie wollen wir mit 200 Dinare Brot für 5000 kaufen? Das funktioniert nicht. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt in die Dorfbäckerei Bethanien gehe und sage, da ist das Geld, ich sollte Brot haben für 5000 Leute. Der Bäcker würde ihn rausschmeißen. Er sagt, hier, pst, eins an der Waffel oder was? Ich kann doch jetzt nicht aus nichts für 5000 Leute Brot hervorzaubern. Und dann passiert noch so eine Szene in dieser Geschichte. Plötzlich schiebt Andreas, der Bruder von Petrus, so einen jungen Burschen vor sich her zwischen die Jünger und sagt, Herr, der Kleine hier, der hat 5 Brote und 2 Fische. Peinliche Stille. Alle haben sich gesagt, oh, Andreas, musstest du das jetzt machen? Total verlegen. Einige haben sich auch geärgert und gesagt, oh, jetzt ist wirklich keine Zeit zum Witz machen. 5 Brote und 2 Fische. Und dann murkst einer so hervor, wenn es am schönsten ist, sollst du die Teil schicken. Und das
haben die Jünger dann so allgemein so, okay, ja, das ist wirklich jetzt ist wirklich schön gewesen. Der ganze Tag war voll, am Morgen früh haben sie schon angefangen mit Predigen, es sind Leute geheilt worden, man kam so in Wogen hinein, wo man Jesus angehimmelt hat und Leute wurden gesund, Blinde, es steht, Blinde wurden sehend. Und die Jünger waren schon emotional ganz schön erschöpft, wenn man das den ganzen Tag erlebt. Und auch die Jünger waren so, dass sie sagen, oh, wenn es am schönsten ist, soll ich jetzt wirklich die Leute heimschicken. Und dann stellt sich Jesus mit einem Ausruf ganz entschieden gegen diese nehmt Abschied Brüderstimmung und ruft, lasst die Leute sich in Gruppen zu 50 und zu 100 sich setzen auf diese Wiese. 5000 Leute. Und dann nahm Jesus so einen Brotfladen. Ich denke mir, dass die Jünger ziemlich geschockt waren. Aber Jesus nimmt so einen Brotfladen, hebt ihn hoch und ruft ganz laut, aber Vater, ich preise dich, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich preise dich, Vater, aber, dass du der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs bist, dass du unser Versorger bist. Und Jesus betet so weiter einen Lobpreis und sagt Amen. Und dann zerreißt er diesen Brotfladen vor den Jüngern in zwei Hälften. Und wie viele Jünger waren es? Wie viele Brote waren es? Wie viele Fische waren es? Also es geht auf. Er zerreißt diese Brotfladen und gibt den ersten zwei Jüngern zwei Brotfladen. Wieder den nächsten zwei, den nächsten zwei, den nächsten zwei, den nächsten zwei. Und die letzte Hand hat Fisch müssen. Ne? Also ich habe heute Morgen extra keine Fische mitgebracht, das hättet ihr gemerkt. Und die letzten, die beißen nicht die Hunde, sondern die kriegen die Fische. Die haben die Fische bekommen und dann waren die Jünger plötzlich ganz, ganz still. Weil sie nicht wussten, was jetzt kommt. Und dann gibt Jesus diese Worte von sich, ihr Blut in den Adern gefrieren ließ. Er sagte nämlich, geht ihr jetzt hin und gebt den Menschen zu essen. 5000 Leute, ich weiß nicht, wie viele sind da, 80, keine Ahnung, 100, ich kann es nicht schätzen. Aber 5000 Leute und dann sieht man so die Jünger, ich gehe jetzt mal rum, fange nicht vorne an, sondern die sitzen ja immer vorne. Also ein bisschen kleines Abreißen. Du siehst, es sind so viele. Ich wünsche guten Appetit und langsam kauen. Und Marco, ich sage, es gibt und gibt langsam kauen, viel kauen, 30 Mal speuzen. Es wird süß. Und wenn man langsam beißt, sättigt es früher. Und so sind die Jünger immer weitergegangen und haben so ein kleines Stückchen abgerissen. Und plötzlich haben sie gemerkt, dass das Brot nicht weniger geworden ist, ich gebe das, ihr könnt das weitergeben. Plötzlich merkt der erste Jünger, hoppala, das ist abgerissen und jetzt ist es schon wieder da. Und die Jünger, die haben plötzlich nicht nur so kleine Fötzeli abgerissen, sondern plötzlich haben sie, Halleluja, ja, Halleluja. Da Martin, großer Mann, Halleluja. Und das hat sich reproduziert in ihren Händen. Und schon war wieder ein Leib da. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Es wurde immer, und bei den Fischen war es genauso. Bei den Fischen war es genauso. Und die Jünger realisierten in diesem Augenblick, dass sie nicht ein Teil der größten Blamage der geistigen Umnachtung von Jesus waren, sondern dass sie ein Bestandteil eines Zeichen Gottes war. Gott, der Schöpfer, hat hier eingegriffen. Gott, der Schöpfer, hat sich offenbart. Wie ein Lauffeuer hat sich das im ganzen Gebiet herumgesprochen. Wie ein Lauffeuer. Von überall kamen die Leute und sie haben erlebt, was sich da getan hat. Ja, noch nicht, noch warten.
Und jetzt kam es so weit, dass eine, das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, dass in einer Gruppe so eine Begeisterung hochkam. Und heute sollte es passieren. Und die einen riefen aus, Jesus ist ein Prophet wie Jesaja oder Jeremia. Er ist ein Großer. Und andere sagten, er ist ein König. Und bei diesem Begriff König, da wussten alle, jetzt geht es um den Befreier. Und man wollte Jesus erhöhen, doch man fand ihn nicht. Jesus hatte sich schon zurückgezogen, hat sich zum Gebet auf einem Berg zurückgezogen und seine Jünger waren schon im Boot unterwegs auf dem See. Ein richtiges Essenswunder. Halleluja. Der nächste Tag kam. Am nächsten Morgen, die Leute sind früh aufgestanden und haben sich überlegt, wo ist jetzt unser Brotspender hin? Und sie haben ihn gefunden auf der anderen Seite des Sees. Man könnte ja heute einen drauflegen. Gestern war es jetzt nur Brot. Heute könnt ihr schon es Gückeli sie, Servela, Bratwurst oder irgendetwas Größeres. Man kann ja auch sich steigern. Sagen wir es mal so. Die Gaumenfreude, die gestillt ist, bedarf immer mehr. Das ist so beim Mensch. Und jetzt kommen sie zu Jesus und Jesus ist nicht so, wie sie ihn erwartet haben. Ich habe doch etwas vergessen. Dann sagt er, ich weiß genau, ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Doch ihr habt nicht verstanden, dass meine Taten Zeichen sind. Und das ist biblisch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt in der Bibel Zeichen und es gibt Wunder. Und Wunder sind etwas, das innerweltlich passiert, zur Heilung von einem Menschen, zur Wiederherstellung von einem Menschen. Und dann gibt es diese Wunder, die ganz speziell sind. Und das sind die Zeichen. Und ein Zeichen zeigt immer auf etwas hin. Also ein Zeichen zeigt in eine Richtung. Und Jesus wirft jetzt seinen Mitessern sozusagen vor, ich weiß genau, ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Doch ihr habt nicht verstanden, dass meine Taten Zeichen sind. Was war denn dieses Zeichen? Jesus wurde durch dieses Zeichen offenbart als der Sohn Gottes. Das war das Zeichen. Die Juden wussten im alten Bund, dass Gott, Jahwe, die Israeliten in der Wüste versorgt hat mit Brot. Es war ein Zeichen der Größe und Herrlichkeit Gottes. Und jetzt hat Jesus dieses Wunder in sich aufgenommen und macht genau das Gleiche, damit die Leute erkennen, er ist wirklich der Christus, er ist Gottes Sohn. Es war kein innerweltliches Wunder, sondern es war ein Eingreifen, ein Offenbaren Gottes, seines Sohnes. Es steht geschrieben, strebt nicht das zu essen, was vergänglich ist, sondern esst, was euch ewiges Leben gibt. Das wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten, weil er das Leben hat. Die Menschen mussten begreifen, dass es nicht um die sichtbare Welt geht, dass es nicht um das Essen geht, das unseren Leib stark macht, sondern dass es um das geht, was uns ewiges Leben gibt, echte Speise. Wenn Jesus hier vom Brot des Lebens spricht, dann spricht er nicht von dem Leben, das uns durch natürliche Geburt gegeben ist. Das biologische Leben, das, was man hier sieht. Oder das psychologische Leben, das man hier drin hat.
sondern er spricht von diesem Leben aus Gott heraus. Ich möchte das an drei Punkten ganz kurz euch noch nahe bringen. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot für die Welt. Und Jesus ist das Brot zum Essen. Zum Essen. Das ist ganz wichtig. Wer Jesus als Lebensbrot isst, der isst Jesus nicht wirklich. Sondern es heißt, Jesus in sich hineinnehmen. Jesus in sein Leben einladen. Wer Jesus das Lebensbrot isst, macht ihn zum Bestandteil seines eigenen Lebens. Wer ihm nachfolgt, macht ihn zum Bestandteil seines eigenen Lebens. Es ist, wenn man Jesus zum Bestandteil seines Lebens macht, dann ist es wie das Brot, das wir essen, das uns bis in die letzte Phase unseres Lebens durchdringt und stärkt. Glauben Sie das? Das heißt, dass wir viel Zeit mit Jesus verbringen sollten, das stärkt unser Abwehrsystem. Amen. Ganz wichtig, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Er hat nicht gesagt, ich bin die Schwarzwälder-Torte für das Kaffeekränzchen oder das Panna Cotta nach einem Spaghetti-Plausch. Das ist ein ganz großer Unterschied. Doch genau das ist das, was viele Leute, auch viele Christen heute, meinen, dass er so sei. So ein bisschen Beilage, so ein bisschen was obendrauf, nichts aus dem Kern, sondern ein bisschen Rahm, ja. Aber Jesus ist das Brot des Lebens. Viele Menschen sagen heute, ein bisschen Religion mag schon vertragen, so ein bisschen Affinität für Gebet, Affinität für klassische Musik, wo Gott verherrlicht. Affinität. Und da wird es mir manchmal schon fast schlecht, wenn ich das höre. Das ist so wie Brot mit Schokostreusel oben drauf. Das passt nicht. Viele wollen nicht diese klare Botschaft. Viele wollen nur die Beilage. Sie wollen nur Jesus als Dessert. Aber ich sage, wenn für dich der Glaube an Gott nur religiöser Philefanz ist, nur religiöser Schwarzwälder-Torte, dann lass es sein. Ganz ehrlich, lass es sein. Die Frustration wird vor Gottes Thron riesengroß sein. Wenn Glaube für dich nur Kulturgut ist, indem du dich wohlfühlst, weil du das so magst, dass die Christen so lieb miteinander sind, wenn das Einzige ist, lass es sein. Du wirst enttäuscht. Jesus sagt, ich bin der Herr. Und wer zu Jesus, dem Brot des Lebens, kommt, der kommt zu einem Herrn. Der kommt nicht zu einem, wo Schlagermuse gibt. Jesus will, dass man ihn selbst in sich aufnimmt. Er ist der Herr und das Brot des Lebens. Er ist die Hauptspeise und nicht die Beilage. Jesus war ganz hart, als diese Leute zu ihm kamen, die eigentlich nur diese Schwarzwälder-Torte oder das Panna Cotta wollten, dieses Geistliche. Er hat ihnen klar entgegengesetzt, täuscht euch nicht. Ihr habt keinen Teil am Leben, wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst. Er hat hier eine Sprache angewandt, die hat die Leute geweckt und geschreckt. Und sein Blut nicht trinkt. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, die wahre Speise, und mein Blut isst, der wahre, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihm am jüngsten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Jesus wollte nicht, dass wir Blut trinken. Jesus wollte auch nicht, dass wir sein Fleisch essen. Aber er wollte es so klar sagen, dass es hier nicht um ein Eier-Popeye-Krippen-Christentum geht, sondern dass es um Haut und Haare geht. Seine Nachfolger sind mit Haut und Haaren hinter ihm.
Und nicht nur an Hochzeiten, nicht nur an Konfirmation, nicht nur an Beerdigung, sondern tagtäglich essen wir dieses Brot. Von vielen Kanzeln, das darf ich wirklich sagen, das habe ich schon so oft gehört, ich habe auch schon sehr viele Predigten im Internet gelesen, von vielen Kanzeln wird ein blutleerer Jesus verkündigt. Wird ein Jesus verkündigt, der sich kaum selbst zu helfen weiß und zum Glück Jünger hatte. Solche Predigten helfen keinem. Solche Predigten sind Rohrkrepierer. Sie bringen uns nicht vorwärts. Sie sind nicht vom Evangelium bedrängt, das Ketten sprengt, das Kranke gesund macht, das uns Mut macht, in größter Not am Morgen aufzustehen und sagen, Herr, ich liebe dich, ich stehe mit dir in diesem Tag auf. Diese Predigten sollte man löschen. Und wenn ihr solche Predigten schon gehört habt, löscht sie und wagt es, das Evangelium pur in euch aufzunehmen. Es gibt Kraft, es ist Stärke und es hilft euch, vorwärts zu gehen. Nur so ein Evangelium vermag es, Leute aus der Hölle zu entreißen. Nur solches Evangelium, das klare Brot Gottes, vermag es, dass Beziehungen wieder in Ordnung gebracht werden, dass Ehen wieder ganz werden. Jesus Christus ist kein blutleerer Mann. Jesus Christus ist kein buttermilchschlürfender Messias, sondern er stand mit beiden Beinen in dieser Welt und hat ganz klare Botschaft gegeben, damit die, die ihm nachfolgen, wussten, wem sie nachfolgen und wussten, dass es auch etwas kosten würde. Das Brot Jesus Christus ist nicht weich, sondern es ist stark, weil es aus der Ewigkeit kommt. Es ist stark, weil es aus der Ewigkeit kommt. Wer Jesus Christus nachfolgen will, so hat es Jesus im Matthäus-Evangelium gesagt, wer Jesus Christus nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, nicht nur teilhaftig sein der Kraft der Auferstehung, sondern auch teilhaftig werden der Leiden, die Jesus Christus für uns auf sich genommen hat. Philipper 3. Die Kraft der Auferstehung, die möchte jeder erleben. Aber die Gemeinschaft seiner Leiden, das ist in der Komfortzone dieser Welt sehr schwierig nachzuempfinden. Jesus Christus ist das Brot für die Welt. Es ist interessant, es gibt nicht jede Speise auf dieser Welt, überall. Aber Brot gibt es überall. Es gibt Brot aus Mais, aus Grieß, aus Hafer, aus Weizen, aus Gersten, aus Reis. Es gibt Brot aus allen Körnern, könnte man so fast sagen. Und es ist interessant, dass man es mit diesem Sprichwort ausdrücken kann, an der Art, wie eine Gesellschaft mit dem Brot umgeht, erkennt man, ob sie dem Untergang geweiht ist. An der Art, wie die Gesellschaft mit Brot umgeht, erkennt man, ob sie dem Untergang geweiht ist. Wie gehen wir mit dem Brot um? Die großen Völker, die in der Geschichte erwähnt sind, von Ägypten bis Rom, bis Alexander der Große, die hatten Brotüberfluss, die haben kein Brot mehr gegessen, die haben nur noch Wein getrunken und Fleisch gegessen. Und diese Nationen sind untergegangen. Und das ist ein Maßstab, der sich quer durch die Weltgeschichte zieht. Das Verhältnis und der Umgang von uns mit Brot entscheidet, ob die Gesellschaft untergehen wird oder nicht. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen. In Wien wird täglich diese Menge Brot als Retourware vernichtet, als Sondermüll, als Sondermüll, mit der die zweitgrößte Stadt von Österreich einen Tag leben könnte. Jeden Tag. Jeden Tag wird in Wien so viel Brot weggeschmissen, wie es für die zweitgrößte Stadt in Graz reichen würde. Jedes Haus, jede Familie, jedem Bettler, jedem Politiker mit Brot zu versorgen. Wenn wir nochmal zurückgehen, an der Art, wie die Gesellschaft mit Brot umgeht, erkennt man, ob sie dem Untergang geweiht ist.
Das ziehe ich natürlich jetzt auch weiter, ist doch ganz klar. Wie gehen wir mit Jesus um? Wie gehen wir mit Jesus um? Wir haben so viel Jesus. Jesus kannst du überall kaufen. Du kannst in jede esoterische Buchhandlung gehen und kannst dir einen Jesus kaufen. Du kannst machen, was du willst und du hast überall Überfluss. Wer von euch hat nur eine Bibel zu Hause? Wer von euch hat nur ein geistliches Buch zu Hause? Wir haben Überfluss und ein Drittel oder zwei Drittel aller Bücher in unserem Büchergestell haben wir doch gar nicht gelesen. Die stehen doch da nur so, weil ein Referent hier vorne war und gesagt hat, das ist ein gutes Buch, da könnt ihr geistlich wachsen. Und jetzt steht das Wachstum im Bücherregal. Das ist so. Wir leben im Überfluss. Es gibt Landstriche auf dieser Welt, die haben nicht mal ein Buch. Und es gibt christliche Gemeinschaften im Osten, die haben ein Markus-Evangelium und nicht kein anderes Bibelteil und leben aus diesem Markus-Evangelium schon seit 15 Jahren. 16 Kapitel. Und es ist genug. Sie sind erfüllte Christen. Es steht alles drin, was sie brauchen. Aber nochmal zurück. Wie gehen wir mit diesem Brot um? Jesus, das Brot ist einfach. Es ist ganz einfach. Das Brot ist einfach. Das ist nicht so kompliziert wie ein Amuse-Bouche-Kobe-Rind mit weißer Trüffelsoße. Klingt gut, aber wenn ich das machen würde, ging es in die Hose, weil ich kann nicht so gut kochen. Aber Brot machen, das kann ich. Und Jesus ist ganz einfaches Brot. Jesus will auch nicht mehr sein, sondern er wollte jemand sein, der auf der ganzen Welt gegessen werden kann. Und so habe ich von Wilhelm Pahls, dem Evangelisten, mal eine Story gehört, dass er nach einer Großveranstaltung am Abend, als die Leute nach vorne kamen, um sich zu bekehren, um wiedergeboren zu werden, dass es auf ihn noch zwei Personen traf, mit denen er sprechen sollte. Und auf diesen Holzstühlen saß ein Mädchen, 8 Jahre alt, und ein Geschäftsmann um die 60. Und jetzt hat er sich überlegt, ist jetzt schwierig, Geschäftsmann, Mädchen, 8 Jahre alt, wie erkläre ich Ihnen jetzt, was passiert, wie man sich bekehren kann? Und so hat er den älteren Herrn gebeten, einen Moment zu warten. Er möchte erst mit diesem jungen Mädchen das Übergebet sprechen und ihr sagen, wie man Christ wird. Und so hat er sich 2 Stühle weiter um das Mädchen gekümmert und hat ihm gesagt, wie Jesus als ihr Freund in ihr Leben kommt. Ist ja ganz wichtig, dass man auf der Altersstufe so spricht, dass man das versteht, dass ein Freund in dein Leben kommt. Du darfst sagen, Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du mein Freund bist, dass du mein Leben kommst, dass du mir meine Sünden vergibst, dass du mich erfüllst, dass du reinkommst mit deinem Heiligen Geist und meine Stube erfüllst, dass ich mit dir leben kann und ich will auch für dich ein Zeugnis sein. Und der Wilhelm Pahls hat dem Mädchen alles so gut erklärt und das Mädchen hat sich für Jesus Christus entschieden und hat sich dann verabschiedet, hat ihr Büchlein bekommen, ist gegangen. Und dann hat sich Wilhelm Pahls dem älteren Herrn, Geschäftsmann, zugewendet und wollte gerade geschwollen anfangen zu sprechen. Da meint dieser Geschäftsmann zu Wilhelm Pahls, Herr Pahls, keine Angst, ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Brot ist ganz einfach. Und wenn ein kleines Mädchen das versteht, dann sollte es ein Geschäftsmann auch verstehen. Und das bleibt einfach. Das Evangelium bleibt einfach. Wichtig ist, dass wir das ganz klar sagen bei diesem Brot. Es gibt nur ein Brot, das wirklich rettet. Es ist in keinem anderen Heil. Es ist den Menschen kein anderes Brot unter dem Himmel gegeben, als einzig dieses Brot, Jesus Christus, das zu retten vermag. Amen. Amen. Schönes Bild, hä? Jesus ist das Brot zum Essen. Es ist eigentlich schade, dass man diesen Punkt bringen muss, aber man muss das sagen, das Brot ist zum Essen. Brot ist nicht zum Wegschmeißen, sondern Brot ist zum Essen. Es bringt nichts,
wenn man das Brot zu Hause einrahmt und an die Wand hängt. Das bringt nichts. Ein Brot ist kein Kunstwerk. Obwohl es heute, das habe ich gelesen, in einem Land wurde McDonald's verboten und seither, an der letzte McDonald's, der dort verkauft wurde, liegt seit Jahren in einem Museum. Aber der macht keinen satt. Brot ist zum Essen da. Ich erkläre das mal so. Man nimmt ein Stück Brot, man öffnet den Mund ein wenig, man schiebt dieses Brot rein und sobald es bei der Zunge ist und die Zunge berührt, kommt ein automatischer Reflex, das ist so, man will abbeißen. Man beißt dieses Brot mehrmals. Ihr habt das vorher auch mehrmals gekaut und dann schluckt man es runter und dann weiß man eigentlich nicht mehr, was passiert. Aber die Folge ist, es stärkt uns, es gibt uns Kraft, vor allem wenn wir eine Bergwanderung machen, da ist es ganz gut, wenn man so ein Brot beißen kann und dann gibt es neue Kraft und neuen Saft. Und dann kann ich nicht verstehen, wie viele Leute das mit Jesus so kompliziert machen. Jesus Christus in sein Leben einladen, ist wie Brot essen. Man sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Ich nehme dich jetzt in mein Leben auf, indem ich dich einlade. Und dann kommt Jesus in das Leben hinein wie das Brot. Und dann merken wir am Anfang vielleicht gar nicht so recht, was passiert ist. Aber der Heilige Geist hilft, dass das Wort Gottes in unserem Leib überall dahin kommt, wo wir es brauchen. Und es stärkt uns. Es erweckt uns, es befreit uns, es segnet uns, es führt uns. Ich höre jetzt hier auf. Wer Jesus Christus in sein Leben hat, der wird verändert. Wie ich es am Anfang gesagt habe, wir heißen Zoe. Eine Gemeinde, die aus Gottes Leben lebt. Und dieses Zoe-Leben, das verändert uns, das erquickt uns, das macht uns kraftvoll. Das lässt uns die Arme hochhalten. Dieses Evangelium, gestärkt durch den Heiligen Geist, erweckt uns. Und ich möchte dich heute einladen, wenn wir dann den Gottesdienst dann später abschließen, dass, wenn du dieses Brot noch nie gegessen hast, dass es du dir heute nicht nehmen lässt, diesen ersten Bissen zu nehmen, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Weil Jesus Christus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, habt ihr es gehört? Ist ganz einfach. Wer zu mir kommt, denn Jesus ist ja schon gekommen, er ist schon da. Aber wer zu mir kommt, wird keinen Lebenshunger mehr haben, weil er das Leben hat. Und wer dann in eine Glaubensbeziehung mit Jesus Christus kommt, also wer dann sagt, Herr Jesus Christus, ich will eine Beziehung mit dir, ich will, dass du in mein Leben kommst, der wird keinen Lebensdurst mehr haben, weil versprochen ist, die an mich glauben, von denen werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen, weil sie am lebendigen Lebensstrom angeschlossen sind. Darum lade ich dich ein, auch wenn dieser Kanal bei dir vielleicht verstopft ist, dass du auch nach vorne kommst. Wenn du einen Zapfenverschluss hast, oder das gibt so viel Verkalkungen auch in diesen Röhren manchmal. Wenn wir etwas zulassen, was Gott nicht gefällt, dass es eng wird, dass da fast kein Wasser mehr kommt, dass man als Christ nur noch wie eine Marionette umherläuft und grinst und lacht und mitsingt, aber in einem drin ist eine Wüste. Das soll so nicht sein. Ich lade auch dich ein, am Schluss des Gottesdienstes nach vorne zu kommen und dich mit geistlichem Kalgon durchspülen zu lassen, damit der Geist Gottes dich ganz neu erfüllt und befähigt in seiner Nachfolge. Amen. 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 Ich bete noch. Herr Jesus Christus, dein Geist ist die Kraft, dein Geist ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unserer Welt und uns befähigt, dein Wort anzunehmen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du mit dem Mann oder der Frau, die heute hier ist, dich noch nicht kennt, dass du einfach einen Vorschuss von deiner Liebe ausgießt in das Herz. Und ich lade dich ein, der du das hörst, dir Gedanken zu machen, ob es nicht heute Zeit ist,
aufzustehen und zu kommen. Nicht ich rufe hier vorne, sondern Jesus sagt, komm. Nicht ich bin es, der neues Leben gibt, das ist Jesus. Jesus ist das Leben. Und nicht ich bin es, der dir deine Ängste, deine Ewigkeitsängste, deine Sterbensängste, deine finanziellen Ängste nehmen kann, sondern es ist nur Jesus. Und nur Jesus kann dir auch dieses Leben geben, das dich mitnimmt, ab heute bis in Ewigkeit, bis du vor dem Vater stehst und sagst, Vater, endlich sehe ich dich. Es ist Jesus, Jesus, und ich lade dich ein, lass diese Worte, diese Gedanken in deinem Herz sich dich bewegen, auch beim nächsten Lied, und fasse einen Entschluss. Amen.